Eins, zwei, drei im Sauseschritt und wieder auf Numm gedrückt. Na super. Voll die Laterne im Weg. Ist aber meistens nicht tragisch, weil wenn man auf automatisches Laufen gedrückt hat, dann läuft die Figur eigentlich daran vorbei. Also die läuft so lange dagegen, bis sie irgendwann mal an diesem Gegenstand vorbeigelaufen ist. Manchmal kann es halt auch sein, wenn man irgendwie gegen eine Wand läuft oder an der Ecke hängen bleibt, dass der das gar nicht rafft und dann muss man den da halt befreien. Ungünstig ist automatisches Laufen natürlich auch, wenn man die Welt verlässt. Also sagen wir mal hier, wenn ich jetzt hier rausschwimmen würde, da würde ich jetzt eine Erschöpfung bekommen, da würde der Charakter dann sterben. Also eben, wenn man hier so über diese Weltgrenzen rausgeht, das ist dann nicht so günstig. Deswegen da lieber nicht sowas benutzen. Ah, cool. Da ist doch dieser Typ mit dem Ausrufezeichen. Das war ja letztens noch in einer anderen Farbe. Seid Jetzt kann ich herzlich das gegrüßt. annehmen. Wahrscheinlich, weil mein Level jetzt hoch Wagen. genug ist. Okay, jetzt gebe ich aber noch die anderen erstmal ab. Will ja mein Level abhaben. Seid Ein herzlich Lehrer. gegrüßt. Was ziehen wir denn jetzt an? Habe ich überhaupt schon Schuhe? Nee, sonst werden die ja angezeigt. Ich habe eh noch voll wenig Klamotten hier. Geht ja gar nicht. So, der Umhang macht 15 Rüssi und die Schuhe machen 29. Also 20 Rüssi mehr als die. Dann nehme ich doch die neuen Schuhe. Klick. Lasst stets Barmherzigkeit walten. Angezogen. Oh, süß. Ja, man wird ja denken, dass es bei den Trainern keinen Unterschied macht, aber man sieht schon. Ja, manchmal gibt es so Schuhe, die siehst du eigentlich gar nicht, weil da unten halt die Hufe sind. Cool. Zack. Da sieht man jetzt aber viel Bein. Naja, was soll's. Ich kann es ja tragen. Wo geht's denn jetzt hin? Da ist noch ein Ausrufe bei der Bergbaulehrerin. Die Naru haben uns nicht vergessen. Okay, ich soll für sie einen Fischer suchen. Nehmt den Und Weg wo zurück, den wir genau? gehen. Ah, da unten. Das heißt, wieder da runterlatschen. Ist aber nicht schlimm, weil da muss ich ja noch diesen Naga-Obermacker töten. Und dann nehme ich die Insel gleich noch mit. Jetzt erstmal hier noch die Quests abgeben. Da hinten in der Ecke. Oh, guck mal hier, die große Stadt, schön. Riesenkristallen davor, toll. Was für ein Blick, Leute. Oh, das ist ein Angenommen, Portos. Oberchef hier. Zehn Generationen sind die Draenei geflohen. Wahnsinn. Jetzt gebe ich dem diese Mitteilung, hoffe, dass er was mit anfangen kann. Ich möchte jetzt Velien Bescheid sagen. Das ist hier der Erinnert Prophet von euch an denen. Velien in der Juhu, Level Vergangenheit. up. Und jetzt kann ich hier noch was abgeben. Hier kriege ich jetzt eine neue Quest. Jetzt muss ich noch mehr Nachtkirscher töten. Nun ja, Okay. eure Tage lang und eure Und da Mächte hinten, da gering fliegen wir zu gleich sehen. hin. Aber zuerst schauen wir mal, was wir noch so alles hier unternehmen können, sollen, müssen. Die muss ich noch töten. Wo sind die überhaupt? Da. Das heißt, ich kann die hier noch mitnehmen. Oh, und hier muss ich noch ein Buch lesen. Da gehe ich mal wieder dahin. Dum, 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 dum. Bam, bam. Süß, da sitzt eine. Das Buch müsste ich in der Tasche haben. Lesen wir mal ist denn diese Tasche? Da. Benutzen. Lehrt euch die Symbole der Furbox der Tannenruhfeste besser zu verstehen. Okay? Drauf. So schnell habe ich noch nie ein Buch gelesen. Fertig. So.
Will das Totem was von mir? Eulen, Bären und Wölfe und Hirsche sind da drauf. Okay. Soll ich auf den Hügel gehen? Richtung Nordosten? Okay. Nordosten. Was ist das denn? Ach so, da steht, ich soll dem folgen. Ich war ein bisschen voreilig. Dann laufe ich mal hinter ihm her. Der ist so ein bisschen durchsichtig, weil das halt ein Geist ist. Reden tut da mal nichts. Manchmal reden hier auch die Geister. Oh, Hilfe! Ist ja ein Ding. Kommt einfach so ein Grünschreiter von hinten an. Ist ja nicht zu fassen. Ja, Matti hat ihn im Griff. So. Oh, der hat jetzt mal eine Feder gedruckt statt ein Ei. Da oben sehe ich ja schon das Fragezeichen. Der gute Ahne ist bestimmt schon da oben. Oder schon verschwunden, man weiß es nicht. Das werde ich dann gleich sehen. Das sind so Böcke. Aber die sind ja normalerweise nicht aggressiv. Da, jetzt ist er gerade verschwunden. Da, links von dem Totem war der. Ein neues Totem. Da oben der Text ist wohl nur der gleiche. Ui! Das hier ist ein Erfolg. Das heißt, ich habe 50 Quests abgeschlossen. Und wenn mir so ein Erfolg zum allerersten Mal angezeigt wird, dann wird dieses Icon hier freigeschaltet. Also spätestens mit Level 10. Weil man dann Stufe 10 erreicht und das wäre dann eventuell der erste Erfolg, den man hat. Und ich habe ja mit anderen Chars schon Erfolge, deswegen ist es eh schon freigeschaltet. Jedenfalls, wenn ich das jetzt hier aufmache, steht hier oben 50 Quests erfolgreich. Nee, 50 Quests abgeschlossen. Und das Datum steht da dabei. Aber diese Sachen, die jetzt hier stehen, die beziehen sich noch alle auf die anderen Chars und noch nicht auf Spielmaus. Das ist jetzt Spielmaus, ihr erster eigener Erfolg. Jetzt muss ich ein neues Totem finden. Mal gucken, wo. Da drüben. Okay. Ach, da ist er ja schon wieder. Das ist jetzt der Ahne Co. Das ist sein Totem. Und der weist mir jetzt auch den Weg. Obwohl ich das natürlich auf der Map schon dreimal gefunden habe. Will er jetzt da runterhüpfen? Wow, ach, wie geil ist das denn? Juhu, ich fliege. Yeah. Na gut, fliegen ist übertrieben. Fliegt der mit? Wo ist denn der? Was ist denn das da oben? Ey, sauber. Guck mal, da oben fliegt der. Zack. Oh, jetzt ist er verschwunden. Wie geil ist das? Wie toll ist das denn? Jetzt habe ich noch einen Erfolg bekommen. Meistens versucht man krampfhaft, diesen Erfolg zu kriegen. Und ich habe den jetzt durch diese Quest bekommen. Das ist ja mal irre. Sowas hatte ich auch noch nie. Könnt ihr jetzt hüpfen? Oh ja, guck mal hier. Ich kann übers Wasser laufen mit den Flügeln. Ey, voll witzig. Ach hier, ich habe ja eh den Buff. Guck, Geisterhammer. Ich bin so leicht wie Luft. Super. Ha, das gefällt mir. Also ich glaube, das mit diesen Flügeln ist auch neu. Aber sehr schön gemacht. Was ist das denn für Totem? Eine Kobra. Sieht aber gefährlich aus. Ist da wer? Ach so, wieder so ein blöder Schreiter. Erstmal den Schreiter platt machen. Zack. Gut. Dann nochmal nach dem Totem von Tikti gucken. Jetzt gibt es wieder Hinweise.
Da, das hier ist Tipti. Jetzt folgen wir dem mal unauffällig. Ich spick natürlich schon vorher, wo wir hin müssen. Ah, den Fluss runter. Tiki ist jetzt ein bisschen langsam. Verschwindet er jetzt? Oder läuft er hinter mir her? Das ist jetzt Verschwundibus. Da. Guck mal, eine Schlange. Toll. Was die alles können, die Furballs. Sit. Ey, guck mal, ich hab noch ein paar. Ah, jetzt satt. Mal auf Num. Umarmung der Schlange. Jetzt kann ich anderthalb mal so schnell schwimmen. Fit. Und ich habe Wasseratmung. Das heißt, ich könnte jetzt hier in aller Ruhe tauchen. Das Blöde ist nur, hier ist das Wasser seicht. Hier nützt mir das gar nichts. Aber da vorne wieder. Dauert ja noch ein bisschen, bis ich da bin. Hier ist halt erstmal diese Meeresenge. Ein bisschen später kann ich dann diesen Turboschwimmer wieder da aktivieren. Das ist aber echt flott, super. Cool. Bin gespannt, wie lange diese Totem-Quest-Reihe noch geht. Ist jetzt schon das 1, 2, 3, 4. Totem, das ich suche. Dauert noch ein bisschen. Jetzt müsste ich nochmal Flottikowski schwimmen. Jawoll. Oh, das sieht ja mal gut aus. So schnell wie ich auch mal schwimmen können. Da unten ist es. Es ist halt schon sehr weit weg. Aber mit den Buffs ist es alles kein Problem. Da, auf der Höhe. Da ist schon was zu sehen. Wie sieht das denn aus? Das sieht wieder etwas freundlicher aus als das andere. Da kommt jetzt Joa. Bin gespannt, wie der aussieht. Oh, süß. Seerobbe. Dann Seehühnchen. Okay. Folgen wir dem mal. Mehr oder minder unauffällig. Mein Buff bin ich ja jetzt eh schneller als der. Süß. Aber der Buff ist gleich zu Ende. Okay, jetzt sehe ich ihn neu. Stimmt. Wohl, man weiß es nicht. Ich glaube, ich tanze mal eine Runde. Da, jetzt redet er mit mir. Jetzt möchte er mit mir zu Waag gehen. Den soll ich als nächstes suchen. Wow, guck mal hier. Was bin ich denn jetzt? Ein Kätzchen? Schatten des Waldes. Ey, das sieht ja mal gut aus. Wie gefällt mir der Buff? Ey, wo ist denn der andere jetzt hin? Hat er mich alleine gelassen? Na gut. Ich sehe an dem gelben Pfeil, wo ich hin muss. Die Welt ist irgendwie so ein bisschen verschwommen. Ich bin jetzt irgendwie so ein Schattentier. Ist es nicht irgendwie auch so? Schatten des Waldes, genau. Es ist alles ein bisschen verschwommen. Irgendwo schattenmäßig. Dunkelblau, lila, schwarz. Hehe. Cool. Wie weit ich noch düsen muss. Wie? Wo? Was? Wo ist denn das? Totem des Tralalas. Und ich klick's mal kurz an. Ah, da unten. Ich habe nämlich noch zu viele Fragezeichen. Ups, geht so. Fit. Dauert noch ein bisschen, aber ich habe ja noch den Buff drauf. 2 Minuten lang. Müsste zu schaffen sein.
Das habe ich gar nicht so genau begriffen, wozu ich diese Questreihe mache, aber vielleicht werde ich ja am Ende der Questreihe erleuchtet sein. Irgendwie hilft es mir, die Furbots zu verstehen. Ich kann es mir ja gleich nochmal durchlesen. Ah, Bäume! Und? Kein Problem. Abgewählt. So. Das da sieht doch nach einem interessanten Plätzchen aus. Da ist er. Ui, da ist das Dorf der Sichelklauen. Da muss ich, glaube ich, aufpassen. Richtiges Blitztotem. Schick. Okay. Ah, jetzt verstehe ich was. Gerechtigkeit. Heißt es hier. Da geht es um einen Krieg zwischen zwei Furbolg-Stämmen. Und ich soll jetzt hier die Furbox killen und dann brauche ich Schlüssel. Und dann kann ich die anderen Furbox befreien. Gut. Dann tun wir das doch mal. Jetzt muss ich den Buff wahrscheinlich erstmal wieder loswerden. Ich gehe mal ein bisschen hier weg. Ich weiß ja nicht, wo schon überall welche stehen. Ah, jetzt ist er eh schon fertig. Dann gehen wir mal gucken. Der Geist verschwindet jetzt. So, jetzt kann man schön sehen, dass das Grüne die Freundlichen sind, die muss ich befreien. Und das Rote sind die bösen Furbox. Die müssen wir jetzt erstmal aus dem Weg räumen. Dann droppen die hoffentlich jeweils einen Schlüssel. Schwupps. Nee, da war keiner bei, oder? Nee, nur Leinstock. Dann muss ich mich noch ein bisschen anstrengen hier. Na, droppst du einen Schlüssel? Auch nicht. Genau. Nächster. Ist halt doof, wenn das so lange dauert, bis man der erste Schlüssel fällt. Vielleicht jetzt. No. Juhu, mein erster Schlüssel. Dann frei ich gleich mal ein. Erfahrungsgemäß sind nämlich gar nicht so viele Käfige da. Und dann kann man zwischendrin schon welche befreien. Ne? Cool. Der kommt dann nämlich gleich raus und dann verschwindet der wahrscheinlich. Da streckt sich nochmal kurz. Und? Na? Komm schon. Der dufte. Ja, dann bleibt da halt noch ein bisschen da stehen. Okay. War ich noch ein Zuschauer. Ist ja immer noch da. Okay. Ja, meistens ist das so, du hilfst denen und dann verschwinden die einfach. Das irritiert mich jetzt ein bisschen, dass der noch da steht. Mal gucken, ob das beim nächsten auch so ist. Jetzt sind hier gar keine Furbox mehr. Jetzt muss ich ein bisschen ins Umland gehen. Das könnte jetzt auch eine Weile dauern, bis ich alle Schlüssel zusammen habe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele von denen ich befreien soll. Aber garantiert mehr als ein. So, hier oben. Ah, guck mal, da ist wieder mein Koffer. Ah, Moment. Das habe ich nämlich noch nicht eingestellt. Und zwar kann ich hier Mineraliensuche einstellen. Jetzt im Moment glitzert das ja nicht, ne? Ich kann zwar so drauf, dann kann man da unten lesen, dass das so orange ist. Das bedeutet, dass es gut ist, wenn ich das abbaue, beziehungsweise, dass ich dann einen Skillpunkt dafür bekomme. Jetzt mache ich das hier auf, gehe hier auf Mineraliensuche, wieder raus und wie ihr seht, leuchtet das dann nämlich.
Dann findet man das besser. Okay, so ist das dann mit den anderen Sachen auch. Also, außer bei Leder, weil das ist ja noch am lebendigen Tier. Aber bei Kräutern ist das auch so. Oh, cool, meine erste Truhe. Erstmal hier auf den Windrufer drauf. Eine Truhe, eine Truhe. La, la, da, 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 cha, cha, cha. Ich stehe auf Truhen. Hoffentlich ist was Schönes drin. Ich habe auch noch Plätze frei. Oh, ich bin schon ganz aufgeregt. Und? Naja, okay. Aber es war eine Truhe. Es war umsonst. Also freue ich mich trotzdem. Juhu. Okay. Jetzt kann ich mal wieder ein paar von den Ursas befreien. Den hier. Acht Stück, na groß. Ah, da hinten sind ja noch mehr. Das lädt immer noch auf. Ja. Mal gucken, ob wir das jetzt hier noch schaffen. Sonst mache ich einfach einen kleinen Break. Ey, ja, das ist klar. Also wenn man sowas macht, was so kanalisiert, also was eine Weile braucht, und der ist nicht im Sichtfeld, muss ich mich ein bisschen anders hinstellen. Also wenn man sowas macht, was eine Weile braucht, eben kanalisiert, wo so ein Balken hier sich am Laden ist oder am Auffüllen. Und wenn einen dann einer angreift oder unterbricht, dann, wie der Name schon sagt, unterbricht er das. Zum Beispiel kann man auch im Kampf diese Truhen nicht öffnen. Das ist dann auch manchmal ein bisschen schade. So, ich bringe mich jetzt erstmal hier kurz aus der Schusslinie und mache hier mal einen kleinen Break.